Manchmal fahren wir mit dem Auto ins Biotop und manchmal lassen wir uns von Scotty hineinbeamen. Wir sind gut. Ja. Das ist eine Wespenspinne. Man sagt ihr auch Zebraspinne oder Tigerspinne. Sie ist 2 bis 3 Zentimeter groß. Und wir haben sie bei uns immer in Massennähe angetroffen. Jetzt sind wir nicht sicher, ob sie einfach gerne am Wasser lebt oder ob das Zufall war. Hier sehen wir im Netz, sie hat ein Zickzackmuster ziemlich fest gewebt. Und das bedeutet, sie fängt sehr gerne Heuschrecken. Und Heuschrecken kommen mit einer gewissen Wucht daher und könnten das Netz zerreißen. Und diese Zickzackfäden können dann die Wucht abfedern, abfangen. Aber auf dem Speiseplan sind auch andere kleine Insekten, Käfer, Schwebfliegen. Alle fliegen. Fliegen. Ins Netz. Sie haben Pech gehabt. Diese hier hat eine Schwebfliege gefangen und sie gleich ins Netz eingewoben. Das heißt, sie hat sie so lange um sich herum gedreht, bis sie so eingewickelt war. Und jetzt beginnt sie, die Schwebfliege zu stechen und ihr Gift oder das Sekret, um sie zu verdauen, einzuimpfen. Hier sieht man sehr gut, wie sie das sticht. Wir hoffen nach wie vor, dass Insekten keine Schmerzen empfinden und keine Gefühle haben. Weil sonst ist das ziemlich brutal. Aber das Gift betäubt sie schon. Ja, ich denke schon. Und wenn sie keine Rezeptoren haben, um Schmerzen zu empfinden, dann sind sie eigentlich schmerzfrei und angstfrei sowieso. Das ist das Männchen. Das ist bedeutend kleiner, etwa nur 1,5 Zentimeter groß. Und wir haben gehofft, dass hier etwas passiert. Ja. Es war brütend heiß. Brütend heiß. Also weit über 30 Grad. Wir sind da auf unseren Stühlchen gesessen, haben gefilmt. Gewartet. Gewartet. Und nochmal gewartet. Und Akku um Akku und Chip gefüllt und geleert. Also sicher fast 2 Stunden. Ne? Und es ist nicht viel passiert. Ja.
Nacken, nuckelt da an seinen Füßen. Und es nähert sich ganz vorsichtig und langsam an. Sie leben eben gefährlich, die Männchen. Mhm. Ah, da kommt ein Störenfried. Zack. Ah. Ah, die kleine Raupe ist offensichtlich vor einem zweiten Männchen geflüchtet. Also rasche Bewegungen sind wirklich gefährlich. Die Dame ist sehr sexy, hä? Ja, ja, sie ist sehr beliebt. Extrem. Hier sieht man auch gut, sie baut die Netze einfach in der Wiese. Na, und der will einen Boxkampf oder so. Also die Handschuhe hat er offensichtlich angezogen. Oder was sind das für? Das müsste ich mal nachlesen. Schon wieder nuckelt er an seinem Bein. Er gibt vielleicht ein Sekret darauf. Ah, das wäre möglich. Valium. Vielleicht. Also es war brütend heiß. Deshalb mussten wir das beenden, bevor irgendetwas geschehen ist. Und hier sehen wir die gemeine Weidenjungfer. Und sie sieht uns auch. Die schwarzen Punkte in ihren Augen sind wieder auf unser Objektiv gerichtet. Auch hier. Sie war sehr geduldig. Aber sie ist ein guter Jäger. Ja. Sehr schön gefärbt. Hier der Flügelansatz. Und irgendetwas erzählt sie uns. Vielleicht irgendetwas über YouTube oder so. Denkst du? Ja. Oder hau ab. Wenn man Libellen filmen will, dann kann man schauen, wo sie ihren Ansitz haben. Es sind Ansitzjäger. Und dann kann man dort den Fotoapparat einrichten, die Filmkamera. Und die Libelle kommt dann oft Millimeter genau wieder an diesen Ort zurück, an dem sie abgeflogen ist. Hier sehen wir am Schwanzende ihr Greifwerkzeug. Das brauchen sie bei der Paarung. Ja. Mit dem klammern sie sich dann am Hinterkopf des Partners fest. Hier die Muskulatur mit den Flügeln. Jeder Flügel einzeln steuerbar. Sie sind sehr, sehr wendig in der Luft. Und das zarte Netz in den Flügeln. Na, das war's. Bis später. Bis dann.